Shinnok ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Luxio, welches sich wiederum zu Luxtra weiterentwickeln kann. Shinnok ist ein kleines, vierbeiniges, löwenjungähnliches Pokémon. Das Fell des Kopfes, des Oberkörpers und der Vorderbeine ist blau gefärbt. Um den Hals hat es einen schwarzen Ring aus Fell. Der Unterkörper, die Hinterbeine und der Schweif haben ebenfalls ein schwarzes Fell. Sein großer Kopf zeichnet sich durch sehr große Ohren und eine struppige Haarsträhne aus. Shinnok hat leuchtend gelbe Augen und hat auch an den Vorderpfoten auffällige gelbe Zierstreifen und hinzu kommen gelbe sternförmige Verzierungen am Schweif und in den Ohren. Die Shiny-Form hat hauptsächlich gelbes Fell, während die Verzierungen orangefarben sind. Shinnok kann mit Attacken wie Ladevorgang Energie erzeugen, welche es dann in Attacken wie Funkensprung oder Ladungsstoß wieder auf das gegnerische Pokémon freilässt. Es kann seinem Gegner auch mit Silberblick oder Grimasse Angst einjagen, um damit bisskräftig zuzubeißen. Und auch seine Fähigkeit Bedroher besitzt diesen Zweck. Eine andere mögliche Fähigkeit ist Rivalität, wodurch der Angriff erhöht wird, wenn der Gegner dasselbe Geschlecht wie das eigene Pokémon hat. Und die versteckte Fähigkeit ist Adrenalin, wodurch der Angriff bei negativen Statusveränderungen erhöht wird. Shinnok ist ausschließlich in Sinnoh, Gala und Paldea aufzufinden. Es bevorzugt warme Orte und spielt gerne in der Sonne. Es ist ein recht scheues Pokémon und die elastischen Muskeln seiner Vorderbeine erzeugen durch Strecken und Zusammenziehen Elektrizität. Heftiges Zittern des Pokémon ist ein Anzeichen dafür, dass es sich auflädt. Diese Energie nutzt Shinnok in Gefahrensituationen, indem es damit sein Fell blendend hell aufglühen lässt. Solange der Gegner dadurch für einen Augenblick blind ist, flieht Shinnok. Doch nutzt es sein Leuchten auch zur Kommunikation. Es wedelt mit seiner glühenden Schweifspitze, um Artgenossen Mitteilungen zu machen. Dabei stellt Shinnok den ersten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Beim Erreichen von Level 15 kann sich zu Luxio weiterentwickeln und dieses auf Level 30 zu Luxtra. Shinnok gewinnt an Gewicht und Größe, der Kopf bekommt eine sichtbare schwarze Mähne und der blaue Oberkörper wird langsam schwarz. Bei Luxtra wird der Unterkörper blau und der Vorderkörper schwarz. Und mit seinem Typen Elektro nimmt es halben Schaden gegen Flug-, Stahl- und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.